einen wundervollen, ihr Schnuckis. Ich war heute auf eBay und schwänzel schon wieder um eine Türreihe rum. Das Pad? Ja. Was ich dir damals kaufen wollte? Ja. Das kostet wie viel? Ah, das ist günstiger. Das kostet wie viel? 600. Aber als du es kaufen wolltest, war es teurer. Tatsächlich? Ja. 600 Euro. Ja, ich sag ja, ich schwänzel drumherum, hab's nicht gekauft. Pinka sammelt alle Pets in WoW. Und mit alle meine ich wirklich alle. Und das ist eine Sammelleidenschaft, die sich jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren zieht. Und sie hat sich damals, ich glaube, das Geschenk, worüber sie sich am meisten bisher gefreut hat, da habe ich ihr eine First Collectors Edition von WoW geholt mit nicht eingelösten Keys für die Pets, die man nicht mehr kriegen kann. 3 Pets. Die man damals vor 20 Jahren in der First Collectors bekommen hat. Ich habe so endlos viel Geld für diese First Collectors ausgegeben. Und sie saß wirklich wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum und hat sich gefreut, hat das geschnappt, ist zu ihrem PC gerannt, hat ihre Pets eingelöst und war super happy. Und auf 25 gelevelt. Keine Ahnung, warum du das sammelst, aber sie sammelt. Sie sind so süß und dann laufen sie dir hinterher und dann machen sie Geräusche. Na. Sie hat alle Pets. Nein. Mir fehlen knapp 200. Du hast wie viele verschiedene? 1000 irgendwas. Aber mir fehlen knapp 200. 1163, glaube ich. Ja, ich habe dafür 14 Millionen Gold in WoW. Bei dir voll das unschuldige Gesicht, Muffin, eher das Süße. Boah, Muffin guckt gerade 20 von 10 abgefuckt. Ja. Boah, die guckt gerade so wirklich, die guckt wie du gestern. Ja, vielleicht hat die auch schlechte Laune. Vielleicht geht das so rum. Weißt du, das... Wie, Muffin, wenn du, hast du schlechte Laune. Das ist wie wenn du früher zum Arzt gegangen bist. Du hast deinem Arzt gesagt, ah, ich habe Bauchschmerzen und der Arzt sagt... Ja, es geht gerade rum. Ja, geht gerade rum. Und egal, wann du zum Arzt gegangen bist und du hast irgendwas mit Magen-Darm gehabt. Wer kennst du, Chat? Der Arzt guckt dich an und sagt, ja, geht gerade rum. Und dann hat er dir einen gelben geschrieben und hat dir irgendwas aufgeschrieben gegen Magen-Darm. Dann konntest du schon wieder nach Hause gehen, ohne dass er dich überhaupt angeguckt hat. Aber die Standardaussage des Arztes war immer, ja, geht gerade rum. Ist das immer noch so ein Klassiker oder war das nur früher so ein Ding? Magen-Darm geht immer rum. Ja gut, aber erzählt aber ja auch jeder, der einen gelben will, oder nicht? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass wenn ich mal wirklich einen gelben wollte, war das eigentlich immer, weil wirklich schlimm war in der Firma. Und dann war ich ehrlich zum Arzt. Zum Arzt gesagt, so, mir fehlt eigentlich nichts, aber ich fühle mich so unwohl, Kollegen furchtbar. Ich will einfach nicht dahin und bin gerade auf der Suche was nach Neuem, aber ich kann irgendwie die Woche nicht, will echt nicht. Ich schreibe sie 2 Wochen krank, ist das in Ordnung? Ja. Was hat denn, Dr. Holiday oder was? Na, ich glaube einfach ein Arzt, der verstanden hat, dass psychischer Terror ähnlich schlimm ist, wie wenn du durchgängig Magen-Darm-Migräne, I don't know, hast. Also, als ich noch gearbeitet habe, es gab immer die in der Firma über dir standen und die trotzdem dich so behandelt haben, als wenn ihr auf Augenhöhe wärt. Obwohl du genau wusstest, okay, der ist eigentlich dein Chef so und eigentlich musst du sowieso halt einfach machen, was er sagt, aber er behandelt dich halt einfach gleichwertig. Und das war turbo nice, das hat immer irgendwie eine gute Stimmung gegeben. Aber es gibt immer den einen, der aber so richtig von oben herab zu dir ist, der dich behandelt wie Scheiße, weil er dir auf Krampf zeigen will, Bruder, ich habe mehr zu sagen, ja, wie du, meine Stelle, ja, ist besser. Plus den Chat, wer sowas kennt. Auch wirklich. Plus den Chat, wer einen in der Firma hat oder schon mal hatte, mindestens einen, der so von oben herab dir das Gefühl geben wollte, du bist eigentlich ein Scheißdreck. Und ich sag ganz ehrlich, die haben doch einen kleinen Pimmel. Also Gary gerade schrieb ein bisschen, Hierarchie ist schon wichtig. Ich hatte, Hierarchie warte, ist ja warte, das eine. Ich hatte eine Teamchefin, Maren, du hast sie kennengelernt. Und die war genauso. Die hat uns immer auf Augenhöhe behandelt und uns nie das Gefühl gegeben, sie ist was Besseres. Aber wenn die dann mal eine Ansage gemacht hat, weil irgendwas war zeitkritisch oder sonst irgendwie kritisch, dann haben alle an einem Strang gezogen. Die Hierarchie war da und trotzdem war es ein absolut faires Miteinander. Du machst es dann auch lieber, weißt du, wenn du die ganze Zeit auf Augenhöhe bist und du bist
so mit einem und der macht dir dann eine Ansage, weil irgendwas gerade nicht funktioniert oder irgendwas ist, keine Ahnung, gefloppt oder sowas, dann machst du es ja viel lieber, als wenn dich einer die ganze Zeit von oben herab behandelt, wo du dir denkst, ja, du Hurensohn, ich mach's jetzt trotzdem nur halbherzig, weil du kannst dich mal am Arsch lecken, so. Keine Ahnung, aber es gibt halt Leute, die müssen ihr Ego irgendwie damit aufpolieren, dass sie andere Leute wie Scheiße behandeln und denen auf Krampf irgendwie zeigen müssen, dass sie drüberstehen, in Anführungsstrichen. Da gibt halt ein absolutes Scheißverhältnis, ne? Das hatte ich sogar im absoluten Low-Job. Ich habe damals nach der Schule, bevor ich meinen Zivildienst angefangen habe, hatte ich ein bisschen Zeit. Und wusste halt nicht, wie soll ich die brücken, weil ich konnte keine Ausbildung anfangen und nichts, weil ich musste ja Zivildienst machen. War ja damals so, war ja nicht irgendwie optional, sondern Zivildienst oder eben halt Bundeswehr. Und ich hatte so 9 Monate dazwischen oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja okay, Digi, will ich jetzt nach der Schule 9 Monate oder so eine Ausbildung mache ich dann nach dem Zivildienst und so. Also habe ich gedacht, nee, ich will irgendwie Geld haben. Das war ja dann damals, egal welchen Job du gemacht hast, du kamst aus der Schule, du hast noch nie in deinem Leben Geld verdient. Egal was du machst, auf einmal bist du gefühlt reich. Mhm. So. Also habe ich im Callcenter gearbeitet, in Düsseldorf damals. Mhm. In diesem Callcenter, die Leute haben sich alle wie Scheiße behandelt. Alle. Es gab einen, mit dem war ich, nee, gar nicht, 2, mit denen war ich übel cool, aber wirklich alle anderen, es war so ein, boah, guck mal, ich habe mehr Verkäufe, du bist gar nichts so, weil du hast 3 Verkäufe weniger heute. Der Chef war der zum kotzendste Kotzbrocken überhaupt. Dann hast du immer so einen Aufseher gehabt, der da rumlief. Die haben auch immer in deine Gespräche die ganze Zeit reingehört. Ja. Wenn du irgendwas nicht zu 100% richtig verkauft hast oder so, also nicht, weil du dem Kunden falsche Informationen gegeben hast, sondern weil du dem Kunden richtige Informationen gegeben hast, hattest du dann direkt ein Gespräch beim Chef, so, ja, du musst das so und so, du musst das umschreiben, das geht mit dir so nicht weiter und so weiter. Und es war immer, immer dieser Druck dahinter, machst du es nicht so, wirst du deinen Job verlieren. Mhm. Ey, und das war so Turbokrise einfach. Ja, das hat sich so hochgeschaukelt, dass die Arbeitssituation wirklich immer schlechter und schlechter und schlechter wurde, weil wir hatten irgendwann so einen neuen Teamleiter, nannten die sich. Aber das war kein Teamleiter, das war einer, der ganze Zeit in deine Gespräche gehört hat und stand mit der Peitsche hinter dir, ne? Und dann zwischendurch, wenn keiner in einem Call war, standen die auch da und haben in dem Laden so rumgeschrien irgendwie, wir brauchen noch mehr Sales und sowas. Unangenehm. Und dann wurde auf so einen Flipchart wurde die Namen von den Leuten geschrieben mit einer Strichliste, wer schon mehr Sales hat und Abschlüsse und so. Fun Fact, das war offizieller Kundensupport, also wirklich offiziell, nicht auf Scam, offizieller Kundensupport der Telekom. No joke. Mhm. Weil die Telekom, beziehungsweise Mobilfunkanbieter ja mit Subunternehmen zusammenarbeiten, die dann denen ihren offiziellen Support stellen. Also das heißt, wir hatten auch Leute, die halt angerufen haben und gesagt haben, hey, das und das stimmt mit meinem Vertrag nicht, können Sie mir das mal umstellen und sowas. Und auf der anderen Seite saßen wir, Alter, mit der Peitsche im Hintergrund, Sales, 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 Sales. Ne? Aber für mich, ich war halt super jung, ich kannte es halt nicht anders. War das erste Mal, dass ich nach der Schule arbeiten gegangen bin, also neben jetzt in einem Supermarkt arbeiten oder Zeitung austragen. Ich dachte so, ja scheiße, so ist halt das Berufsleben, ne? Und ich denke so, Bruder, wie kacke ist denn das? Und dann wurde das immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich bin irgendwann eines Morgens aufgestanden, nach so einem halben Jahr. Ich habe mir gedacht, in 3 Monaten fängt mein Zivildienst an. Warum mache ich das denn überhaupt? Ja. Also wofür mache ich das? Und dann bin ich da hingegangen und dann weiß ich noch, an dem Tag sagte der Chef, ich kam rein und ich wusste schon, ich bleibe eh nicht lang. Mhm. Und an dem Tag kam der Chef direkt morgens zu mir, guckt mich mit so einer Fresse an und sagt, du kommst heute Mittag in mein Büro. Und ich gucke den an und sage, nö. Wie, nee? Hängst du an deinem Job? Ich sage, nö. Ich sage, ich gehe jetzt nach Hause. Gehalt für diesen Monat kannst du dir in den Arsch stecken. Hier ist mein Schlüssel. Tschüss. Und dann habe ich mich umgedreht und mich halt einfach gegangen. Ne? Oder das war mir, Digga, da, es war mir so schwanzegal einfach. Wirklich, das war Turbo-Wild. Das war Turbo-Wild.